habe da diese Worte von Goethe, die gehen mir einfach nicht aus dem Sinn. Also irgendwie dieser, also im Moment lese ich wieder Faust, das habe ich ewig nicht gemacht, und da steht dann doch da so dieses unheimlich berühmte Zitat mit dem Pudelskern. Naja, also das also war des Pudels Kern, ein fahrender Scholatz, der Kasus macht mich lachen. Und inzwischen ist es irgendwie nicht mehr so, dass es mir nur noch darum, dass es nur noch darum geht, diesen Mann mit diesem blöden rosa Pudel, dass ich da denke, das ist Pudel und Scholast in, naja, also beide zusammen irgendwie getrennt, also, sondern inzwischen muss ich mir irgendwie die Frage stellen, was ist eigentlich mein Kern? Der Herr Lüttich hat versucht, mir das zu erklären. So richtig verstanden habe ich es noch nicht. Und dann ist da auch noch diese wirklich spannende, interessante, irritierende Begegnung gewesen am Mühlenkanal. Diese Frau, die sich Müh nannte. Und die mir erzählt hat, dass sie eigentlich der Mühlenbach ist oder so. Und ja, von Mutter Silben oder Vater Vers oder so geredet hat. Ganz schön blass sah die aus. Irgendwie, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie im Wasser schwimmt und ihre Haare irritieren, ihre Haare sich dann so treiben lassen. Und irgendwie, ja, ihre Stimme hat auch wirklich so ein bisschen sowas Kluckerndes gehabt, sowas, wie man es vom Mühlenbach kennt. Irgendwie schade, dass da so viel Kanal inzwischen ist. Irgendwie, das Ganze lenkt mich so ab. Und Arbeit ist auch noch. Und dann ist dieses komische Ding mit dieser Julia Müller, die da verschwunden ist. Und ach ja, so richtig viel haben wir das letzte Mal nicht rausgefunden. Also haben wir es in der letzten Zeit nicht rausgefunden. Da war stattdessen ist irgendwie Jolo im Krankenhaus gelandet und jetzt ist Jolo das Kind tatsächlich, es kam raus, dass Jolo das Kind von Werner Lüttich ist. Was auch wieder spannend ist, weil ich mich dann gefragt habe, wie kann es sein, dass Jolo so ist, wie er ist, wenn er eigentlich, ja, der Herr Lüttich wirkt doch eigentlich ganz, zumindest so ein bisschen fürsorglich als Vater, aber wer dann. Ach, irgendwie alles schwimmt und mein Hirn macht das auch gerade nicht so richtig mit. Naja, gut, wir sitzen, und das ist gut, ich sitze an meinem Tisch in der Bibliothek noch und guck zu den anderen rüber, und wir wollten jetzt den Herrn Hafenmeister wieder treffen. Ja, der ist auch irgendwie verschwunden gewesen. Mal sehen, was der uns zu erzählen hat. Ja, wo wir gerade vom Herrn Hafenmeister reden. Der hatte einen anstrengenden Schichtdienst, Verkehrskontrolle, Unterstützung von einer ausgefallenen Ampelanlage und vielleicht noch ein paar Strafzettel aufschreiben. Und so ist jetzt die Frage, ihr kommt dann wahrscheinlich alle irgendwann am Abend, wenn die Stadtbibliothek gerade eher zumacht, noch kurz hineingehuscht und könnt euch so gesehen zu Adriana Schumann nochmal dazugesellen. Die ganzen KollegInnen grüßen noch zum Feierabend, meint nur, ja, vergiss nicht, die Tür dann abzusperren. Ich muss noch kurz hier so ein bisschen was. Ja, also einmal habe ich noch 4 Bücher zu inventarisieren, und dann haben wir noch, ihr wisst doch, diese neue Social Media Kampagne.
Da wollte ich doch auch noch was vorbereiten für einen Text. Ach, lässt du dich dafür beraten von diesem jungen Typen? Oder schauen dann Richtung Yolo? Ja. Ich komm da so plötzlich um die Ecke gelucht mit so einem Buch, das ich falsch rumhalte. Hi! Hast du mich schon vermisst? Ja, komm rein. Ja, guck mal. So viele schöne Bilder. Und ich zeig dir irgendwie verkehrt rum die Brems Tierleben oder irgendwo sowas mit Flussnymphen und ganz vielen illustrierten Wesen. Habe ich gefunden. Ich dachte, das hilft dir vielleicht. Ja. Ein bisschen was. In meinem Kopf ich glaube, das gehört so rum. Entschuldigung. Du hast ja jetzt so, weil irgendwie ist ja alles gerade drunter und drüber und alle Fabelwesen sind los und man muss das erstmal strukturieren, habe ich gelernt. Also habe ich ganz viele Bücher mitgebracht, um da dir zu helfen. Was ist Social Media? Lass uns rübergehen, da haben wir einen größeren Tisch. Ja. Ich nehme die ganzen Bücher so auf den Kopf und gehe hinterher. Wie geht's dir eigentlich? Du warst so ein bisschen, ich weiß nicht. Wir sind alle gerade nicht so, so ganz mit allen da im Moment, sondern irgendwo immer abgelenkt von komischen diesen Dingen, die passieren überall, ne? Ihr wisst, wie ich mich fühle jetzt, oder? Also im Moment passiert wirklich ziemlich viel gleichzeitig. Ja, das stimmt. Also, wenn ich mir überlege, ich habe jahrelang hier gearbeitet und hatte meinen eigentlich ganz geregelten Tag und meine ganz wunderschön geregelte Woche mit. Und jetzt sitze ich hier und habe das Gefühl, und eigentlich wollte ich doch nur. Ja, also es ist gerade viel, ja. Und wie geht's dir? Du bist okay? Ja klar, ich kann multitasken, easy, total. Ich kann 1000 Sachen gleichzeitig machen. Aber ich glaube, ich nehme dir mal ganz vorsichtig dieses eine Buch, das du die ganze Zeit irgendwie falsch rumhältst, ab und lege es mal vorne hin. Ja, ich glaube, du brauchst jetzt erstmal einen Kamillentee. Also wenn der junge Bursche noch uns weiterhelfen könnte, dann wäre es schön, wenn er unsere Social-Media-Kampagne damit bewegen könnte, dass mehr Leute einen Daumen hoch und ein Abo dalassen würden. Ja, Wie aufs Stichwort mit dem Kamillentee kommt Werner Lüttich rein mit einem mit so einem Tray mit diversen Heißgetränken drin. So, ich war eben noch bei der Cafeteria und habe noch für jeden was zu trinken geholt. Wow, du gib her. Was ist es? Bier? Wein? Heißgetränk. Heißer Wein? Ne? Ich glaube, für dich ist ein Kamillentee ganz gut. Und ich greife irgendeinen Becher und drücke ihn dir in die Hand und da ist definitiv Kamillentee drin. Ich schnüffel mal so ein bisschen dran, so misstrauisch so. Okay, gut, dann das ist nett. Bin ich zu zappelig? Ganz ehrlich? Bin ich zu zappelig? Nein. Ich immer so einen Schluck. Jetzt trink in Ruhe deinen Tee. Frau Schumann, Sie wollten noch mal? Was? Ein Cappuccino hatte ich, damit ich da. Der Tag ja, war heute Cappuccino, genau. Hervorragend. Ja. So, und dann habe ich für den Herrn Hafenmeister noch einen Kaffee schwarz. Ja, das kann gut sein. Wenn er denn mal pünktlich kommt. Kann diesmal vielleicht eine Cola kriegen oder so? Irgendwas, was so ein bisschen Pep reinbringt in die ganze Sache irgendwie? Ich glaube, du hast schon genug Pep, Yolo. Ey, warst du nicht früher auch so, Papa? Ich meine, bist doch wahrscheinlich wie so ein Flummi gewesen die ganze Zeit. Ja, ich war ein Sprung im Feld, also. Hat der Kamillentee überhaupt irgendwas gebracht? Ja, kommt oder ist das nicht eigentlich der Placebo-Effekt? Ja? Wie gesagt, kommt drauf an, was im Kamillentee noch drin war. Jetzt fangen wir an zu. Jetzt bin ich gespannt. Ich hör genau zu. Was war denn da drin? Naja, wie gesagt, kommt halt drauf an.
im Norden Deutschlands war da halt nun mal ein guter Schuss Rum mit drin, nicht wahr? Aha. Kamillentrupp. Ich glaube, das schmeckt das? Oder ist das eher so? Nein, es war eher ein Schwarztee mit Rum, aber das ist egal. Haben wir Rum? Aber dann, schon zu Adriana? Nein, haben wir hier nicht. Ich meine, wir sind hier, ich habe hier keine Minibar. Ja, es ist nach vier, wir könnten theoretisch jetzt anfangen, also. Ja. Yeah. Aber nicht, wenn du nichts da hast, das stimmt. Wir wollten ja recherchieren, nicht wahr? Ja, es lenkt auch vielleicht noch ein bisschen ab. Du hast doch gerade darüber gesprochen, dass wir eh schon genug Ablenkungen haben. Da brauchen wir jetzt nicht auch noch eine vierte oder fünfte Ablenkung. Und vor allem brauchen wir jetzt einen klaren Kopf und einen fokussierten Blick. Also die Social-Media-Kampagne, die wir bauen, die muss ja ein Ziel haben. Und das Ziel ist, rauszufinden, was eigentlich hier los ist. Oder? Und dazu haben wir drei Sachen, die wir euch zeigen. Nummer eins, alle sind verwirrt. Nummer zwei, niemand will verwirrt sein. Nummer drei, trink Kamillentee. Richtig? Hab ich's geschafft? Ich bin zumindest bei Schritt eins. Und das ist auch noch gesund, und wenn man Rum reinpackt, dann... Ah, scheiße, jetzt habe ich vergessen, mich zu filmen. Okay. Also die Sache mit dem... Ich muss mich konzentrieren. Ja, Jolo, du merkst, die Sache mit dem Multitasking ist gerade vielleicht ein bisschen... Optimistisch. Ja. Ich merk's. Da kommt dann tatsächlich auch... Der Johnny Lee Hafenmeister durch die Tür und hat zwei altertümliche Bücher in der Hand. Mhm. Ah, Herr Lüttich, Frau Schumann, Herr Lüttich Junior. Du kannst mich Jolo nennen. Das klingt irgendwie komisch, als wären wir irgendwie in so einem Kostümdrama mit irgendwelchen Steinschlosspistolen oder so. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Kind Jolo nennt. Nicht unbedingt mit Junge oder Herr oder so irgendetwas. Jolo ist Jolo. Jolo ist Jolo. Genau. Oh, ich hatte irgendwie Dennis im Kopf. Ja, Jolo, stimmt. Naja, irgendwas musste man ja in die Geburtsurkunde schreiben, nicht wahr? Habt ihr hier noch irgendwo die Bücher aus dem Laden. Moment, die habe ich doch gezockt. Zwei von denen sind im Laden geblieben, die musste ich auf sehr merkwürdige Art und Weise beschaffen. Aber sind die anderen hier? Ja, sie sind hier. Sie sind hier, ich hab sie. Und sie schreiben sich selbst. Und ich hole die raus. Also die sind ja wahrscheinlich da, wir haben sie ja bei Adriana eingelagert. Meine ich. Genau, das ist schon aufgefallen. Ja. In denen hier steht plötzlich Text. Super. Dann haben alle von uns selbstschreibende Bücher. Jeder hat eins. Adriana nimmt auch so ein Buch raus aus dem klappt das auf. Hier, Text. Und das ist genau das, was passiert ist, aber noch nichts, was in der Zukunft passiert. Richtig, bei euch? Einfach nur eine Erzählung unserer Geschichte, als wären wir diese Figur. Ja. Mhm. Ja. Ich bin irgendwie ein Meisterdieb, was irgendwie merkwürdig ist. Ich bin doch Polizist. Du kannst auch meins haben, wenn du willst. Wessen Buch ist das denn hier noch? Ich schlag mal die erste Seite auf von dem zweiten Buch, das ich noch habe. Wahrscheinlich ist das wahrscheinlich. Nee, weil. Das vom Meister, vom Baron Münchhausen, meine ich. Oder eben die griechischen Sagen. Genau. Ja, also beim Fall gebe ich das dann auch einmal weiter. Sagen hatten wir. Jetzt haben wir sie da, also jetzt ist die Konfusion weg. Jetzt hat jeder sein eigenes Buch, so. Jeder hat sein eigenes Buch und jeder ist zufrieden mit seinem Buch und möchte das nicht tauschen. Ja, Herr Hafenmeister, hier ist erstmal ein Kaffee für Sie, dann... Sie sehen ein bisschen fertig aus.
Ja, diese Bücher, warum steht denn der Name drin? Also ich konnte das ja nicht am Tatort lassen und das hat mich so viel Nerven gekostet, ich schulde jetzt irgendeinem Fälscher einen Gefallen. Aber du hast es geschafft. Auf jeden Fall steht da plötzlich Text in diesen Büchern, aber das ist Ihnen auch schon aufgefallen, das ist gut. Ich habe einen weiteren Menschen ausfindig gemacht, der so eine Münze hat. Oh. Als wir in diesem Schloss waren, also da von, wo Yolo vom Dach gefallen ist, da habe ich in einem der Büros eine Münze gesehen und mittlerweile weiß ich, wer das ist. Der Mensch heißt Michael Fürst und ich habe die Adresse und auch sein Nummernschild und sein Fahrzeug. Wie gut, wenn man Polizist ist. Und dieser Michael Fürst war wer genau? Der Mann auf dem Bild oder? Nein, gar nichts. Der hat in seinem Büro so eine Münze. Mhm. Und wer ist er in diesem ganzen Fall? Er ist ein Mensch, der so eine Münze hat. Mehr weiß ich über ihn nicht. Ach so. Also der hatte ein Büro in dem Gebäude und hatte auch eine Münze. Eine von diesen merkwürdigen römischen Münzen, genau. Interessant. Wissen Sie, Herr Hafenmeister, welchen Beruf dieser Mann nachgeht? Schreibtischtäter. Er ist Unternehmensberater. Die schlimmsten Worte. Unternehmensberater. Die Adriana setzt sich an ihren Computer. Ich setze mich an meinen Computer und nutze das Internet, um kurz mal Michael Fürst Unternehmensberatung zu suchen. Mhm. Und mich interessiert tatsächlich am meisten, ob dieser Mensch sozusagen auch so ein Knick nach oben in seiner Vita hat. Weil das würde ich ja jetzt irgendwie erwarten, dass der irgendwie, wenn er so eine Münze hat, dass da irgendwas passiert ist, was den, also warum er davor eben diese, also wenn ich davon ausgehe, dass er so einen Handel eingegangen ist, warum er dann halt diesen Handel hat eingehen wollen müssen. Mhm. Ja, das klingt doch nach dem klassischen Informationsbeschaffungsspielzug. Mhm. Dass du Nachforschung machst. Mhm. Ich würde mal sagen, da hilft mir mein Blick fürs Wesentliche. Mhm. Wenn sich's mal anklicken lassen würde. Sekunde. Bisschen. Jetzt und recherchieren hilft auch. Mhm. Ja. Gut. Ja. Noch. So, dann gucken wir mal. Eine 10. Okay, das bedeutet, bei der 10 heißt es ja immer so außerdem eine der folgenden Optionen aussehen. Genau, aber in dem Sinne kriegst du, und das war jetzt mit wie viel Momentum war dahinter? Das sind jetzt 2 Stärke, also müssten das ja 2 Fragen sein. Ich sehe es jetzt gerade im System gerade nicht. Ich habe 2 Hinweise. Genau. Genau.
Also die erste Frage habe ich ja schon gestellt. Finde ich einen finde ich zu Herrn Fürst einen Positivknick in der Vita. Mhm. Deine Unternehmensberatung existiert erst seit wenigen Monaten. Mhm. Ja, sie hat einen Positivknick. Du findest, wenn du zu ihm suchst, findest du neben seiner Unternehmensberatung findest du eine Webseite vom örtlichen Tierschutzverein, wo er als auf dem Foto drauf ist. Mhm. Und du siehst, wie er eben ein freiwilliger Helfer bei dem Katzenhaus war. Mhm. Und davor war er einfach nur Postbote und eben ansonsten im Nebenberuf / Freiwilligendienst eben Mitglied im Tierschutzverein. Mhm. Ja, okay, er war vorher Postbote und genau. Und den zweiten Hinweis würde ich sagen, den spare ich mir erstmal auf, weil gut. Also ja, er hat irgendwie einen Positivknick, der ist irgendwie auch aufgestiegen. Moment, Moment, lese ich das richtig? Katzenhelfer im Tierschutzverein? Hm. Katzen. Katzen. Die Katzen vielleicht sogar. Oder? Denkst du, was ich denke, Papa? Also es wäre zumindest ein... eine Querverbindung da, die man dazu Rückschlüsse schließen lassen könnte. Ganz genau. Jetzt bin ich selber gespannt, was hier gerade in eurem Kopf vor sich geht. So Alu-Ufu-Scheiben bilden sich gerade da. So. Es ist alles miteinander verbunden und muss nur die Verschwörung durchschauen. Moment, sind die Menschen, die die Münzen haben, nicht die Opfer? Ja, ein bisschen sind sie auch die Täter, weil... Aber ja, meistens sind sie die Opfer am Ende. Das ist das Problem so ein bisschen, ne? Die sind nicht happy mit ihrem Gewinn. Anfangs wahrscheinlich schon. Vielleicht steckt er auch mit dem Täter unter einer Decke und hat ähnlich wie wir Kräfte und wird vielleicht... von dem Haupttäter, sagen wir es mal so, erpresst, Dinge zu tun, die er nicht tun möchte. Mir jetzt sehr nach irgendwelchen Spekulationen. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, bevor wir, also dass wir Herrn Fürst aufsuchen, aber davor vielleicht tatsächlich erstmal mit jemandem sprechen, der ihn aus seiner Tierheimzeit kennt. Wir aber wissen doch, wer ganz oben steht, oder? Können wir nicht einfach den fragen, was das soll? Also dieser Typ mit dem... Wir suchen doch den Typ mit dem Pudel, oder? Ja, von dem wir immer noch nicht wissen. Also ich hab... Ja, wir suchen den, aber... Also müssen wir noch eigentlich nur fragen, wo ist der Typ mit dem Pudel? Führ uns zum Pudel. Ansonsten, oder? Easy. Ja, der Typ mit dem Pudel taucht doch immer wieder auf, meistens an der Volkshochschule. Da war er bis jetzt immer zu sehen. Jolo hat auch sein Bild bei der Frau König gesehen im Büro. Und eigentlich ist das... Da waren die beiden abgebildet. Okay.
Also das Tierheim könnte man ja sicherlich besuchen, allerdings vermutlich erst morgen. Die werden ja jetzt auch geschlossen haben. Da muss man sich ja auch gar nicht erkundigen nach irgendwelchen anderen Adressen. Das ist ja einfach frei zugänglich und irgendjemand wird da schon noch arbeiten, der ihn gekannt hat. Das ist eine gute Idee, darüber zu fragen. Aber vielleicht sollten wir doch vorher bei ihm vorbeischauen, falls er jetzt auch schon nur noch ein Sack Haut ist. Wir sollten uns auf jeden Fall vielleicht, was das angeht, beeilen. Oh. Ja, okay. Dann ist das jetzt unser nächstes Ziel. Und die Bücher nehmen wir mal mit auf dem Weg dahin und ich will mal wissen, wie die funktionieren. Wir können ja gucken, ob vielleicht, also wenn man die alle gleichzeitig beobachtet, vielleicht schreibt sich die Geschichte dann ja nach gewissen Regeln oder so. Ich werde es mal beobachten. Jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir alle und jetzt können wir einfach der Spur nach. Gut, dann. Wo wollt ihr hin? Fahren wir doch los. Der Mann hat ja eine sichere Adresse oder so, oder? Wo man nachts hin. Also es ist. Wie spät ist es jetzt abends, hast du gesagt, ne? Genau, es ist Abend. Also die Abenddämmerung hat begonnen und der Nebel legt sich über die Stadt. Zeit für die Tagesschau, Leute. Oder den Tagesbesuch. Live vor Ort in Grauschleierstadt. Da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Das könnte ja durchaus passieren. Trink mal den Tee und Kaffee auch austrinken. Und dann würde ich sagen, der Herr Hafenmeister sagt mal, wohin wir da müssen. Ich fahre schon mal den Wagen vor. Ja, super. Ich nenne euch die Adresse, die ich herausgefunden hatte. Die hatten, glaube ich, gar nicht näher beschrieben. Okay. Und dann? Fahrt ihr so gesehen in den Neustadtbereich, der wohlhabende Bereich, wo so die Mittelschicht untergekommen ist. So ein kleines Siedlungsviertel mit mehreren freistehenden Einzelhäusern mit 2 Wohnungen pro Haus maximal. Und es ist, ja, so eine Bilderbuch-Idylle von einer deutschen Kleinstadt im Vorbereich der Grauschleierstadt auf der anderen Seite vom Silben. Gut. Dann machen wir einfach einen Besuch und wollen mit ihm über Münzen reden, nicht wahr? Haben wir eigentlich noch irgendwelche Münzen hier? So zum Die hat kaputt gehabt, ja. Also so ein Janus-Kopf, so ein Neptun, ein bisschen Cäsar. Schon sind die Teile ja nicht mehr sonderlich viel wert. Also kann man die, haben wir ja auch rausgefunden, dass das da ja sozusagen eine Inflation, was diese Dinge anging. Und naja, ich meinte eher, wenn wir die haben, dann können wir die ihm zeigen und sagen, hey, wir sind genau wie du. Wir haben ein Problem mit diesem Geld. Wollen wir uns vielleicht mal zusammen hinsetzen? Hast du auch so eins? Irgendwie, keine Ahnung. Man kann sich dann aber vielleicht haben wir einen verwandten Geist hier vor uns, der genauso am Struggeln ist wie wir. Mit allem. Ich meine, wie willst du denn sonst das Gespräch anfangen? Hallo, willst du mit uns über Gott reden? Keine Ahnung. Hausdurchsuchung, Hände hoch oder Hosen runter. Nein. Sind Ihnen Katzen entlaufen, ungefähr so groß? Yeah, oh, das finde ich gut. Ja, also, kann es ja spontan entscheiden. Es wäre schon ein großer Erfolg, wenn er die Tür aufmachen kann. Ja, genau. Ich geh mal nach vorne und ich humpel so ein bisschen. Wobei, ich zögere so ein bisschen. Vielleicht ist es besser, wenn ihr vorgeht. Ich wollte gerade sagen, Jolo, lass doch mal den Herrn Hafenmeister vor. Okay, ihr öffnet so gesehen das Gartentor. Und ich humpel hinterher als letzte Person, die da so ganz klein quasi hinter Werner hervorlugt.
Ja, wenn du dann so die Gartentür zu diesem Vorgarten aufmachst, hast du das Gefühl, so im leichten Mondenschein, du bist so in ein Zwergenland eingetreten, weil haufenweise Gartenzwerge stehen hier auf diesem grünen Rasen. Ach du Scheiße. Die alle so auf die Tor starren, durch das du gerade reintrittst. Okay. Fühlen Sie sich auch gut ein bisschen beobachtet? Ich drehe mal um, dass das ist. Das oder? Ja, ist ein bisschen creepy, oder? Diese also so eins oder zwei von denen sind ja ganz nett, aber so viele, das ist so gar nicht meins. Zwei Dutzend. Ein Dutzend auf der einen und ein Dutzend auf der anderen Seite. Ist da irgendwie so ein Thema erkennbar, wie, keine Ahnung, der sammelt einfach verschiedene oder ist das irgendwie wirklich so ein ganzes Dorf? Das so ein Schlumpftown. Die sind vom Stil alle gleich, aber unterschiedlich. Sind das nur so der klassische Gartengarten, also der Gärtner ja. Gartenzwerg? Ja. Oder sind das auch so lustige Gartenzwerge? Das sind die klassischen Gartenzwerge. Ja, klassisch. Ich glaube, der Typ hat echt Depressionen, oder? Ich glaube, er ist nur noch klassisch deutsches Kleingärtnertum hier. Ja, kommt da. Wollt ihr, also wie gesagt, der ganze. Ansonsten sind die Platten alle schön sauber. Es hätte sich jemand mit der Zahnbürste die Fugen gereinigt. Wie ist der Rasen getrimmt? Akkurat. Wahrscheinlich mit der Nagelschere. Oh, also auch relativ frisch getrimmt. Alles klar. Das heißt, er war vor kurzem noch aktiv und hat den Rasen gemäht. Außer Adriana schaut sich um. Sieht man das typische Häuschen oder Ladestation eines Rasenmäher-Roboters? Nein, siehst du nicht. Okay. Aber wenn du so nochmal das Tor anschaust, das ist so ein schmiedeeisernes Gitter, dann stellst du fest, dass es zwei Parteien in diesem Haus. So. Gut, vielleicht hat er ja auch einen Gärtner. Ich gehe einfach mal weiter zur Tür. Mhm. Wie hieß der Typ nochmal? Herr Fürst. Michael Fürst. Michael Fürst. Und wer wohnt da noch? Die Familie Steinhof. Okay. Interessant. Also er wohnt eigentlich in einem Einfamilienhaus alleine. Nein, es sind zwei Parteien. Eine Wohnung oben und eine Wohnung unten. Es gibt zwei Türen. Okay. Wie hieß nochmal die Frau, wegen der wir bei dem Haus waren, bei dem Joloch gefallen ist? Das war Julian. Nee. Nein, die Frau König war das. Und, genau, und im Stadtschlösschen habt ihr die Julia? Julia Müller. Julia Müller, ja. Mhm. Ah, okay, also König, Fürst und Müller. Irgendwie scheint da was. Naja, mal sehen. Das sind alles sehr deutsche Namen. Ich gehe mal zur entsprechenden Haustür und klingel einfach mal. Mhm. Dann hörst du, wie es so klassisch ringt. So eine klassische deutsche Klingel. Und du siehst dann so, dadurch, dass du die Tür sich näherst, geht auch so ein Bewegungssensor an, leuchtet dich entsprechend aus. Du kannst ein bisschen, wie das Licht durch die Glasscheibe der Tür reinleuchtet, sehen, dass es eine Treppe direkt nach oben führt. Aber man reagiert erstmal nicht. Ach, verdammt. Ist da irgendwo Licht in dem Haus eigentlich zu sehen, gerade in dem Geschoss? Oder ist das Licht aus? Die Fenster sind alle dunkel. Mhm. Sind die Rollläden runtergelassen? Nein, die sind noch offen. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich würde spätestens mal schauen. Also Schlafenszeit ist noch nicht, ne? Also das ist schon ein bisschen komisch, oder? Es ist jetzt so 20,
halb neun, irgendwas in dem Dreh. Vielleicht ist da ein Kino oder so? Es ist dunkel. Wenn jemand so akkurat den Rasen trimmt, dann macht er auch, wenn es dunkel wird, die Roller hinten runter. Um die Nachbarn nicht beim Fernsehgucken eventuell zu stören oder irgendetwas. Mmh. Faszinierend. Wir reden hier von einem typischen Deutschen. Ich dachte, die sind ausgestorben. Die Frage stellt Herr Lüttich, da stelle ich mir immer die Frage, was soll denn eigentlich dieses typisch Deutsch sein? Weil meine Eltern... Ich glaube nicht, dass jeder... Naja, wir müssen hier ja jetzt nicht verallgemeinern. Ich werde nicht mal kurz umschauen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dort reinzukommen. Und dann gehe ich halt einmal um das Haus und suche nach einem Fenster, das offen steht, oder einer Hintertür. Irgendetwas. Okay, du gehst hinten rum. Du musst so zwischen den über den akkurat getrimmten Rasen und an den komischen Gartenzwergen, die alle zum Tor starren, vorbeigehen. Zum Glück wenden sie alle gerade den Rücken zu. Aber du hast das Gefühl, sie können sich jederzeit umdrehen und dich dann weiter beobachten. Als du dann dich um das Haus herum bewegst und feststellst, okay, hier ist ein kleiner Pool und du siehst da Licht von einem Fernseher im Erdgeschoss und siehst dann eben zwei Erwachsene mehr oder weniger vor sich hin dösen, wenn du in der Dunkelheit des Gartens dich gerade reinbewegst. Die sind drin, die beiden Erwachsenen? Genau, aber das ist im Erdgeschoss, das ist die andere Partei. Ah, okay. Steinhof. Ja, ich möchte ja aber nach einem Eingang in das Hause Fürst suchen. Ja, dann siehst du, da hat jemand im oberen Geschoss eine Rampe für eine Katze aufgebaut. So ein schmales Holzbrett mit so Trittleisten. Ist da denn auch das Fenster offen? Nein, aber es gibt die Katzenklappe. Okay. Das ist mal eine Herausforderung. Ich möchte gerne versuchen, dort hochzuklettern und mich eine Katzenklappe zu zwängen. Wie groß warst du? Das Ding ist so groß. Ich weiß, das ist eine meiner Fertigkeiten, dass ich da durchpasse, falls die Probe stimmt. Also komme halt auch durch kleine Spalte. Also es muss schon jedes einzelne Körperteil durchpassen, aber ich habe halt diese Fertigkeit. Also Teil meines meisterhaften Einbrechers ist halt, dass mein Körper besonders biegsam ist und dann kann man sich halt wie so ein Schlangenmensch zusammenfalten und sich da durchzwängen. Und er ist sich noch nicht seiner Superfähigkeiten bewusst. Finde ich faszinierend. Okay, gut. Jetzt finden wir raus, wie die Wurst gemacht wird. Jetzt erzähl das bitte in aller Ausführlichkeit. Okay, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Risiko eingehen, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall, das ist so gesehen, das ein Risiko eingehen, weil da hochzuklettern ist schwierig. Und das Holzbrett ist jetzt nicht für Menschen eigentlich gedacht, von der Gewichtsklasse her. Natürlich. Da muss ich halt klettern. Okay, dann lass uns mal gucken, was wir da alles ins Feld ziehen. Ich würde sagen, mein Körper ist besonders biegsam und einen Eingang gibt es immer. Genau. Ja, nachdem da jetzt auch nichts in sich, Dienst auf sich passt, nicht abwägen, ob ich den Leuten wirklich geholfen habe. Naja, das ist alles unpassend an Schwäche. Dann wäre nur noch die. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass das Ding per Definition schlecht ist, aber ja, es ist ein Risiko. Ja, schauen wir mal. Ja, mal sehen. Na Mensch, das war ja nichts. Dann passe ich wohl nicht durch. Plus zwei Power und das heißt, das ging nach hinten los. Okay, dann ist das. Genau, wenn du es nicht schaffst.
Bei 7 bis 9 wird die Spielleitung dich vor einer schweren Wahl stellen, aber so darf ich einfach nur einen Spielleitungszug machen. Ich habe den Zettel wieder vergessen, was zu ran. So. Genau, hart. Weiche Aktion erstmal. Angriff mit Ansage oder Dinge komplizierter machen. Ich würde sagen, du hängst zwar, du versuchst dich durch diese Katzenklappe zu, aber in dem Moment kracht unter dir diese Katzenholzkonstruktion unter dir deinen Füßen weg und du hängst dann so gesehen mit baumelnden Füßen jetzt oben im ersten Stock fest. Die anderen hören dann so plötzlich so ein komisches Gepolter, als plötzlich dieses Holzkonstrukt irgendwie auf irgendeine Metallregentonne drauffällt. Und du, Johnny, hörst dann unten, wie jemand dann die Terrassentür aufmacht und erstmal rausguckt. Weil das wäre die. Hören wir das auch? Ja, das hört ihr auf jeden Fall. Ihr hört das auf jeden Fall kurz Gepolter und dann. Ja, Johnny, du hängst jetzt oben. Ich schau zu euch beiden, Adriana, Werner. Leute, ich habe so ein ganz fieses Déjà-vu gerade. Lass mich mal. Werner geht um die Ecke. Michel! Michel! Ich glaube, dein Klingel ist kaputt. Um die Ecke gelaufen. Ja, dann schaut dich so eine verschlafene Frau an. Die mir eine Unterwäsche gerade aus der. Was machen Sie in meinem Garten? Entschuldigung, ich suche den Herrn Fürst, den Michel. Der. Andere Tür oben. Ja, aber der macht nicht auf. Wissen Sie, ob der irgendwie nicht da ist? Oder? Ach, der müsste da sein. Ich habe vorhin ihn gehört, wie er rumgelaufen ist. Also der ist da. Der ist da, okay. Dann werde ich nochmal versuchen zu klingeln. Alles klar. Ja, wir haben auch die Klingel auch stumm geschaltet. Ich habe keine Ahnung. Ich bin aus Versehen gegen die Tonne gelaufen. Das tut mir leid. Ich wollte nicht stören. Ich gehe nochmal. Dana, ich sag dir immer wieder, wir sollten einen Zaun zwischen Vorgarten und Hintergarten einrichten. Das ist eine gute Idee. Und ich hoffe damit, dem Herrn Hafenmeister genug Zeit verschafft zu haben, da oben sich reinzuquetschen. Ja, ich versuche irgendwie meinen Kopf da wieder rauszukriegen, nachdem ich den da reingesteckt habe. Ja, was müsstest du jetzt anders machen? Du hängst irgendwie im ersten Stock fest, jetzt kommst du gerade nicht mehr runter, ohne mehr Aufmerksamkeit auf dich zu sehen. Ich würde vielleicht versuchen, zu einem Fenster zu klettern. Ein bisschen weiter zu hangeln. Ja. Okay. Ich schau mal so Richtung Himmel derweil. Da zieht so ein bisschen so ein kalter Westwind auf, der so ein bisschen diesen Nebel, der vorhin auf den Straßen so hochwallen lässt. Und es wird langsam immer nebliger. Möchtest du gerade die Szenerie verändern, oder wie? Ja, es ist so ein Schutz. Also ich schütze in diesem Fall den guten Herrn Hafenmeister damit. Okay, du möchtest das Blatt wenden und einen Nebel aufziehen lassen. Genau, dass er da oben im Grunde genommen vielleicht einfach mehr, dass die Leute ein bisschen, alles ein bisschen schlechter zu sehen ist. Genau. Das Blatt wenden und... Das wäre verhüllender Nebel und das wäre alles eigentlich. Das ist eher so ein Instinktding jetzt gerade. Also ich weiß nicht, ob vernebelter Geist da jetzt auch noch passt. Also alles, was du jetzt noch in deinen noch brauchbaren Themen hast, ja. Vernebelter Geist ist ja, du willst ja andere Leute Geist vernebeln dadurch, dass sie nicht bemerken, wie Johnny D. Hafenmeister da oben reinkommt. Genau. Okay, spiele ich das mal aus. Nicht ausbrennen. So. Okay, dann schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Jo. Okay, das ist eine 11 und damit erzeugt sich ein Nebel, der erstmal die Aufmerksamkeit von
Dann hörst du nur die Frau, wie du sagst, es ist ganz schön kalt hier draußen, machen wir dir dazu. Mhm. Und Johnny Lee, hast du das Gefühl, okay, unmittelbar zieht der Nebel unter dich so zusammen, dass du unter dir nur noch gefühlt nur noch eine Wolke sehen kannst. Was ist das denn jetzt? Ich würde mal versuchen, durch das Fenster reinzugucken. Was sehe ich in dem Raum? Mhm. Du siehst auf jeden Fall ein dunkles Licht, eher so ein rötliches Licht, was da irgendwo leuchtet. Du siehst, wie mehrere Katzen durch den Raum streifen. Und du siehst, wie ein Mann sich über einen Schreibtisch beugt und irgendwas macht, was du nicht erkennst in diesem roten Licht. Bewegt sich der Mann? In langsamen Bewegungen, sehr kontrolliert. Okay, das ist beruhigend. Dann würde ich versuchen, mich weiter längs zu hangeln, bis ich wieder vorne bei der Haustür bin und mich da dann mutig in den Nebel fallen lassen, um bei den anderen zu landen. Okay, dann will ich nur noch mal einen Risikowurf verlangen, weil... Ich hab's befürchtet. Ob du nicht im Nebel irgendwo auf die falsche Stelle springst, das ist nämlich auch jetzt gerade das Problem. So gesehen ist der Nebel jetzt gerade ein Hindernis geworden, wenn du runter willst. Ja. Da rein. Die Nachbarn sehen dich nicht, aber die verdammten Gartenzwerge vielleicht. Oh, ja. Ja, und ihr seht mich auch nicht. Ja, ich glaube, da hilft mir absolut gar nichts. Mhm. Schauen wir mal, was das bedeuten mag. Was macht der Adrian Schumann währenddessen? Die einen da rum, der andere führt Nebel. Die tatsächlich eher so ganz, also die steht die ganze Zeit vor dem vor der Tür von Herrn Fürst. Hat zweimal vielleicht auch auf die Klingel gedrückt dann noch, nachdem die anderen weg waren. Und überlegt die ganze Zeit verzweifelt, was man jetzt denn sagen könnte, wenn der Herr Fürst plötzlich die Tür aufmacht. Also ich versuche das auch immer so, hallo, man merkt so, die versucht das jetzt so ein bisschen sich im Kopf durchzugehen und das auch so ein bisschen zu üben. Guten Tag, ich bin die Frau, Frau Schumann, was sage ich denn da bloß? Hoffentlich sind die bald wieder zurück. Also sie ist gerade ein bisschen unbrauchbar. Ja. Belegt sich. Also ansonsten schaut sie sich halt vielleicht noch so ein bisschen um, aber es ist gerade super Stress. Du kannst ja auch versuchen, was mit der Tür zu machen. Das ist nur das Idee. So, Johnny die Hafenmeister hangelt sich an diesem schmalen Spalt an der Wand im ersten Stock entlang. Wenn du jetzt runterspringst, hast du jetzt die Wahl zwischen, du verstauchst dir auf jeden Fall den Knöchel oder du machst andere Alternative, du bekommst es mit einer Überraschung aus dem Nebel zu tun. Nehmen wir doch mal die Überraschung aus dem Nebel. Okay. Dann hast du so das Gefühl, so, dass sich, also diesen Nebel versuchst runterzutauchen, sich unmittelbar so nebelhafte Gestalten aus diesem Nebel herausschälen, um dich umarmen, umgarnen. Erst hast du das Gefühl, so wunderschöne Frauengesichter, die sich aber dann so unangenehm boshaften Fratzen sich verändern. Und du merkst, du möchtest nicht umarmt werden von diesen Nebelgestalten, die Yolo gerade heraufbeschworen hat. Was ist das? Höre ich ihn?
Ja, du hörst aber auch gleichzeitig ein Wispern, ein Fremder, einer, der sich ungefragt hineinbegeben hat. Was? Johnny, bist du das? Finger weg! Er gehört uns. Lass mich in Ruhe. Er kommt mit in die Domäne des Nebels. Moment, nein, Moment, weg! Nee. Ich schaue mich hier um, sehe Adriana da irgendwo so schemenhaft an der Tür irgendwo sehen, mit dem Rücken zu mir. Werner ist auch nicht mehr zu sehen. Er kommt gerade langsam um die Ecke, aber ist noch nicht da. Okay. Und Johnny ist auf der anderen Seite vom Haus gerade, oder? Genau, so gesehen in die gegensätzliche Richtung um das Haus herum. Ich weiß nicht, überhaupt nicht wo, okay. Also, ich kann mal zu Adriana Werner zurück. Ist links rum um das Haus, wenn man von vorne rankommt. Und Johnny kommt jetzt so gesehen von rechts, also im Uhrzeigersinn herum. Ja. Adriana ist vor der Tür. Kurze Sache, der Johnny wollte ja wieder zurück zur Tür. Genau, und ist so gesehen jetzt auf der rechten Seite des Hauses. Aber noch nicht vollständig wieder da. Genau, der ist nicht in der Front, der ist jetzt rechts. Hör ich den? Gedämpft durch diesen Nebel. Du hörst aus dem Nebel, denke ich, so eine Stimme, sagen wir es jetzt. Johnny, wo? Ich komme dich holen, Moment mal. Kann ich diesen Nebel irgendwie wieder vertreiben? Irgendwie, der macht ja jetzt mehr Ärger, als dass er Nutzen bringt. Und ich glaube, das war... Ja, du bist in der Gebiete des Nebels, du kannst ihn wieder verschwinden lassen. Okay, dann scheuche ich den mal so ein bisschen mit so einer Handbewegung zurück. Jetzt weg. Aber hörst du noch die Frauen, als du sie wegwedelst und der Nebel sich wieder auflöst? Und du merkst so, wie du so einzelne Gartenzwerge dabei umwirfst. Ich mach das so ein bisschen so Waterbending-Style irgendwie. Und der Nebel geht tatsächlich weg. Das finde ich total cool. Das hatte ich vorher noch nie. Und ich schaue da immer so ein bisschen kritisch, so versuche das so zu gucken, wo sind die Leute? Ist da jetzt irgendwie, sind die vielleicht in Gefahr oder so? Nee, ja. Du siehst nur, wie Johnny dann sich hier rauslöst und deine ganzen. Was für ein Oberhemd, was für eine Oberbekleidung trägst du denn gerade, Johnny? Ein einfaches T-Shirt. In welcher Farbe? Oder welche Jahreszeit haben wir? Hatten wir das festgelegt? Hatten wir noch nicht festgelegt. Auf jeden Fall irgendwie noch Eiskaffee-Zeit, also nicht zu kalt. Aber im Nebel natürlich. Denn, das ist ein graues T-Shirt mit irgendeinem bunten Druck drauf. Mhm. Ja, als sich dann YOLO zu dir durchschlägt durch den Nebel und sich diese Gestalten, die ich vorhin gepackt habe, los, dann siehst du dann diese so ein bisschen runter im Mondlicht, der sich sehr sichtbar wird. Dass dein Hemd, dein T-Shirt schwarz, also grau geworden ist und die Ecken an den Ärmeln, wo sich die Frauen angefasst haben, siehst du jetzt weiße Handabdrücke. Da ist der Stoff mehr nur ausgebleicht zum weißen Nebel. Johnny! Geht's dir gut? Ich versuch so ein bisschen zu schleichen, offensichtlich nicht so leise wie du. Der Nebel. Der war komisch, ja. Da waren Frauen drin. Sie haben nach mir gegriffen und mein T-Shirt. Ja, was ist mit deinem T-Shirt? Oh, komm erstmal zurück zu den anderen. Wir sollten hier nicht bleiben, wenn das. Ja. Das ist nicht, was normalerweise passieren sollte. Komm einfach mal erstmal mit. Wie sahen die Frauen aus? Hast du sie schon mal gesehen? Nein. Sie waren erst schön und dann schrecklich. Augenblick mal eben, ja. Ich muss was nachschlagen. Und ich gehe dann langsam. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen mit meinen Krücken. Also humpel ich dann langsam Richtung Haus zurück. Genau. Was macht der Adrian mit der Tür? Hast du eine Idee? Türen sind nicht mein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Herr
Hafenmeister mit Türen besonders gut umgehen kann. Wie gut, dass ich ihn gerade bringe. Genau. Ich hätte den Tipp, du könntest auch parallel mal sehr deutsch denken, wie man mit Schlüsseln und Türen verfährt. So als Idee. Du könntest damit das Blatt wenden. Das ist irgendwie nicht... Oh. Soll ich? Ist vielleicht der Schlüssel unter dem Blumentopf oder unter der Fußmatte? Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Ich bin... Was sage ich dann, wenn da einer ist? Na naja, gut, wenn ich da reingehe, Adriana guckt sich um und macht mal so ein bisschen die Fußmatte hoch. Genau, weil zum Beispiel das Blick für das Wesentliche wäre zum Beispiel auch hier hilfreich. Alternativ könntest du auch mit Wasser versuchen, was zu machen. Den Schlüssel zu suchen, ob irgendwo einer draußen ist. Also sprich, Dann wäre es eben der Blick für das Wesentliche. Ja, yeah, genau. Weil ihr könnt ja auch Dinge ändern oder beziehungsweise Teile der Geschichte ändern mit solchen Zügen. Mhm. Deswegen. Okay, leider war es eine 6. Hätte auch besser laufen können. Ja. Nee, dann darf ich einen neuen Spielzug machen. Du hörst dann auf jeden Fall, dass die Gartenzwerge, du drehst dich so um und suchst nach diesem Schlüssel und schaust in den Blumentopf, schaust in der Matte des Fußablegers, schaust sogar oben am Türrahmen. Und als du dich dann umdrehst, stellst du fest, die ganzen Gartenzwerge schauen in eure Richtung jetzt. Sehr gut. Das wollte ich nämlich auch gerade anspielen, als Werner dann um die Ecke kommt. Schauen sie alle in eure Richtung. Habt ihr jetzt die Gartenzwerge die ganze Zeit umgedreht oder was habt ihr denn hier gedacht? Mach's jetzt nicht noch verrückter. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir versuchen, irgendwas zu tun, passieren Dinge. Gerade eben war auch ein Geist da hinter dem Johnny her. Gebt bloß nicht ein Label. Der Herr Fürst ist übrigens da. Der macht da oben irgendwas. Ich glaube, er entwickelt es oder so. Ja, dann. Ich weiß nicht, Herr Hafenmeister, Sie kennen doch als Polizist bestimmt irgendwelche tollen Methoden, diese Tür zu öffnen. Roundhouse Kick oder so. Ja, natürlich kenne ich die, aber wir stehen dann plötzlich in der Wohnung von jemandem und auch wenn ich einen guten Grund habe, da reinzugehen, weil ich Angst habe, jemand... Der Herr Lüttich könnte doch sagen, also ich meine, mal ganz ehrlich, der Herr Lüttich könnte doch sagen, die Tür stand sperrangelweit offen. Nur für mich zur Klarstellung, ihr habt die Gartenzwerge nicht gedreht? Was ist denn jetzt mit den Gartenzwergen? Wenn du guckst, hast du das Gefühl, die Gartenzwerge sind gerade ein Stück näher gerutscht. Nicht blinzeln. Wir sollten vielleicht in das Haus, jetzt. Adriana guckt die Gartenzwerge an. Die gucken sehr Johnny freundlich. Johnny versucht, die Tür zu öffnen. Was für eine Farbe hat die Tür? Ist die blau? Bist du blau? Kannst du sagen.
Okay. Ja, okay. Wir sind nicht in Großbritannien. Johnny versucht, die Tür zu öffnen. Ja, da, dann tun wir das platt, wenn. Okay, kein Schloss hält mich auf. Ja. Einen Eingang gibt es immer, da ich ihn bisher nicht gefunden habe, muss der hier sein. Mhm. Die Tür ist oft meist der Eingang, ja. Ja. Kann ich ihn unterstützen, indem ich sage, die Tür ist bestimmt nicht abgeschlossen? Ich glaube, die Zeit ist gerade gegen euch, die Sphäre rutschen. Ja, genau, deswegen würde ich sagen, ich wette gerade um mein Leben, also von daher lass uns darum wetten. Ich versuche die verdammten Gartenzwerge in einem Blickduell zu bezwingen. Lass uns darum wetten. 2 Euro, dass sie es nicht schaffen, bis der Gartenzwerg da nach bis zum Weg gekommen ist. 2 Euro habe ich. Wette dagegen. Der kommt bis zum Weg. Und dann haue ich ihm auf den Kopf. Mit diesem Buch. Dann zersplittert eine der Gartenzwerge. Okay, das wird seltsam. Okay, das ist krass, ja, okay. Okay, 14, okay. Bei 11 und dann nochmal 3. Okay, ja, ergibt Sinn. Ja. Okay, ich möchte natürlich das Handlungsmerkmal offene Tür einführen. Mhm. Dann möchte ich 2 Punkte habe ich noch irgendwie. Ja. Kann ich irgendwas mit den Moment. Ein Zustand könntest du dir noch geben? Ja. Oder du kannst den Effekt auskalieren, also im Auto alle Türen sind jetzt offen. Zum Beispiel. Oder ist die Tür generell verborgen? Offen war, kannst du auch verbergen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, oder? Andere Verbesserungen, die du jetzt dir ausdenkst. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwas. Ich würde. Das ist ja schon an. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich hatte gerade überlegt, ob vielleicht Licht was mit den Gartenzwergen machen könnte und dann mehr Licht erschaffen wollen, aber. Das ergibt ja dann gar keinen Sinn. Das ist ja schon Licht. Vielleicht sind die Gartenzwerge. Ich möchte auf jeden Fall den Effekt der offenen Tür verbergen, also so, dass es nicht aussieht, also so, dass nicht gleich irgendwelche Nachbarn melden, dass wir da eingebrochen sind. Ja. Und du weißt, wie gesagt, dass da oben auch noch wach ist. Nur als Hinweis, du könntest auch versuchen, euch da oben zusätzlich zu verbergen. Irgendwas mit der Geräusch zum Beispiel, dass die Treppenstufen nicht knarzen und so weiter. Ja, das ist doch super. Dann würde es doch der Effekt der Stille des Meisterdiebs oder sowas genau, in die Richtung. Genau, ich würde sagen, wir verleihen der Szene noch ein Handlungsmerkmal. Ich kann ja eigentlich auch eins mehrmals wählen, also ich muss ja nicht, also den Effekt, ein Handlungsmerkmal einzuführen, kann ich ja prinzipiell nochmal von einem zweiten Saft kaufen und ein weiteres Handlungsmerkmal Momentum, einführen. Ja. Genau. Stimmt. Hier steht Saft, deswegen. Ja, das ist die alte Übersetzung. Aber es heißt ja jetzt glücklicherweise Momentum, genau. Genau, deswegen korrigiere ich mich gerade an der Stelle. Ja. Dann würde ich nämlich noch sagen, dass das Haus generell
wie kann man es beschreiben, trittsicher ist, also gut gepflegt, keine Ahnung. Aufleisensohlen, wir nennen es einfach Aufleisensohlen. Ja. Führe das Handlungsmerkmal für das Haus Aufleisensohlen ein. So. Oder für euch als Gruppe, das könnt ihr auch so machen. Ja, genau. Okay. Ja, bewegen wir uns alle mal leise ins Haus. Ja, die Tür geht leise auf, ihr schlüpft hindurch und ihr seht dann, wie die Gartenzwerge dann, wenn ihr ein paar Mal wegguckt, plötzlich dann sich vor dieser Tür aufstapeln. Als Jolo gerade mit dem Buch zuschlagen will, ziehe ich Jolo so noch in die Tür rein. Genau, wenn ihr drin seid, dann seht ihr die Gartenzwerge mehr wieder vor der Tür stehen und so, hier ist Johnny so still in die Fensterscheibe der Tür reinstarren, aber scheinbar nicht sehen können, dass die Tür eigentlich offen ist. Weil alle jetzt ruhig sind, es macht Jolo auch nicht lautes, weil das tut jemand mit einem humpfenden Bein aus dem Gleichgewicht bringen, das ist, okay, ich stolper dann irgendwie so rückwärts ins Haus und die Tür geht leise zu und dahinter sehe ich nur noch so diese Schemen wie in so einem, ich stelle mir das vor, wie in so einem Zombie-Film, bloß die haben alle spitze Hüte so auf und so, genau. So Schemen, die sich da vor der Tür hin und her bewegen. Ich sehe jetzt gerade den Gnomriesen aus Gravity Falls vor mir. Ja. Genau. Also die stehen so aufeinander und gucken. Maximal freundlich, aber irgendwie doch auch gestrieft. Ich habe den Schock des Lebens im Gesicht stehen und das Erdkönig-Buch so vor mich wie so ein Schutzschild und dann drehe ich so ganz plötzlich den Kopf. Hast du das gesehen? Du merkst, wie deine Stimme unmittelbar sehr leise wird, sobald du sie aussprichst. Der Raum, ist, in dem ihr euch bewegt, ist leise. Ich versuche so ein bisschen, also sieht man jetzt so ein bisschen, gewöhnen sich unsere Augen an das Dunkel da? Kann man noch was sehen? Das Licht von der Außenbeleuchtung hört dann mit der fehlenden Bewegung dann irgendwann auf und geht wieder aus. Und dann ist draußen finster und nur das Mondlicht ist maximal zu sehen. Ich kram mal so ein bisschen. Er ist oben, wir sollten hochgehen. Ich hole mal so ein bisschen mein Handy raus und mach mal so vorne das Display an und das so ganz leicht so leicht leuchtet. Treppenstufen nach oben. So aus diesem. Ja, in dem Fall sind sie sogar gefliest, das ist ein neues Haus. Gefliest Treppenstufen nach oben. Okay. Ich leuchte. Ich würde dann versuchen zu leuchten. Aber ich bleibe ganz unten, weil ich habe ja immer noch, ich glaube, meine Krücke oder so, ne? Also ich bin nicht so der Mobilste gerade. Genau, die Frage ist, wer geht als erstes nach oben? Ich bin ja auch als erstes durch die Tür gegangen. Ich würde dann auch als erstes Richtung Treppe gehen, würde ich sagen. Okay, du schleichst dich so gesehen leise diese Treppenstufen hoch und siehst dann ein, zwei Schatten in diesem rötlichen Licht. Das sind so, ja, die Beine von Katzen, die so kurz an dir vorbeilaufen, die dich auch nicht bemerkt haben. Es riecht sehr nach Katzenhaaren. Katzenklo ist irgendwo in der Nähe. Und du hörst, wie der Mann vor sich hin murmelt. Und eine der Katzen springt dann auf den Tisch. Er streichelt sie, krault sie am Nacken. Die Katze schnurrt entsprechend. Und dann packt er sie ein bisschen fester im Nacken und murmelt dann irgendwas, was du erstmal jetzt ja nicht verstehst. Der Katze ins Ohr. Und was macht die Katze danach? Also ich würde das erstmal still beobachten. Ja, die Katze schlägt sich dann ein paar Mal, setzt sich wieder hin, schlägt sich ein paar Mal über die Pfoten, putzt sich so gegen das Ohr und fängt dann an zu husten. So ein Keuchen, so ein Würgen und spuckt dann Katzengröle aus. Sie spuckt was aus? Katzengewölle. Gewölle. Ah.
So, dieses, was die Katzen irgendwann wieder ausspucken müssen. Ja, ich hatte gerade... ich hatte einfach das Wort, was du das erste Mal gesagt hast, nicht ganz verstanden. Ja, und der Mann nimmt es dann auf. Bist ein gutes Ding. Bist ein gutes Ding. Und macht dann irgendwas damit. Ew. Wer ist denn ganz vorne gerade? Also ich bin ganz Johnny. Johnny. Du siehst nicht, was am Flut aus der jetzigen Position. Die Frage ist, was machst du jetzt? Wir sind ja eigentlich hier, um mit dem zu reden. Jetzt sind wir bei dem eingebrochen. Das ist total merkwürdig, wenn ich den jetzt anspreche. Aber auf der anderen Seite ist das genau das Ziel. Ach, ich tue es einfach. Herr Michael Först? Dann rückt er so rum. Wer? Was? Merkst du, wie er sich dann umschaut? Deine Richtung guckt. Wer ist da? So. Du hörst, wie so der knarzende Stuhl unter ihm wegächzt, wenn er sich dann aufrichtet. Wer hat dich geschickt? Was? Mich hat niemand geschickt. Ich habe mich an unsere Abmachung gehalten. Sag ihr, habe meinen Anteil gehalten. Und jetzt verzieh dich. Das ist, glaube ich, Auslegungssache. Auslegungssache. Du hast noch nicht alles getan. Ich habe alles gemacht. Ich habe geliefert. Ich habe genug geliefert. Ich will wieder zurück. Ich will mein Dasein wieder haben. Ich will nicht mehr mit diesem Wahnsinn verbunden werden. Aber jetzt ist es doch besser. Besser. Ja. Yeah. Nein. Das Haus. Du hast den Job. Ja, ich habe den Job. Und ich habe geliefert. Warum hellicht sie mich immer noch? War eine Kiste voll davon nicht genug? Nein, es mussten zwei sein, aber auch die habe ich geliefert. Also halte die eine war nicht Abmachung. Gut. Warum sollte sie nicht gut gewesen sein? Die war genauso gut wie alle anderen Kisten. Nein, es war etwas falsch. Wenn etwas falsch ist, dann, dass ihr euch nicht an die Abmachung haltet. Aber zum Glück weiß ich mittlerweile mehr. Er schlendert dabei, Memminder, so beiläufig durch die Garderobe, die da hängt. Ein Mantel, ein Hut, Stiefel. Und greift dann irgendetwas Rundes, was du in diesem Halbdunkel nur schlecht erkennen kannst, und zieht dann einen Regenschirm heraus. Du weißt, mit wem wir es zu tun haben. Und jetzt? Werden wir uns an die alten Geschichten wieder erinnern. Und jetzt, der schwingt so den Schirm, verschwindest du
Oder du kriegst eins mit dem Schirm. Während die reden, würde ich gern mein Buch aufschlagen und gucken, wie die Geschichte weitergeht und ob dieser Typ irgendeine Sprechrolle hat, die mir bekannt vorkommt, die nicht einfach nur Herr Fürst kannst, ist. In der Dunkelheitskanzlei hat nichts lesen. Ja, ich musste das Handy ausmachen, oder? Mhm. Ah, okay. Aber sonst sieht er dich jetzt auch, weil er, wie gesagt, er ist ja rumgegangen und steht jetzt so gesehen im oberen Teil der Treppe. Und sieht aktuell nur den Johnny Lee, weil er so im Halbteil des roten Lichtes jetzt sichtbar geworden ist. Und beziehungsweise seine Stimme auch hörbar war. Er weiß nicht, dass ihr noch da seid bis jetzt. Hm. Ich würde mal 1-2 Schritte zurückweichen. Und versuchen dabei in niemanden reinzulaufen. Mhm. Gut. Und sag ihr, ich habe mittlerweile andere Verbündete gefunden. Wenn ihr nochmal auftaucht, kriegt ihr es mit ihnen zu tun. Mit wem? Naja. Mit der Gartenkolonie. Die Gartenzwerge? Du hörst ein leises Lachen. Aber du kannst nur, was möchtest du machen? Was möchtest du erreichen? Das ist die Frage. Ja, freiwillig rückt er die Information natürlich raus. Du brauchst einen passenden Spielzug. Ja, das ist mir auch aufgefallen. ja, ich hatte eben, also eigentlich wollte ich ja normal mit ihm reden und er hatte eine falsche Annahme getroffen und ich dachte, ich komme so ans Ziel. Ich würde versuchen, ihn nochmal irgendwie dazu zu bringen, dass er halt sagt, was er für die getan hat. Mhm. Ja, also manipulieren im Clash, also überzeugen. Genau. Ja. Das ist ja in der aktuellen Sitzung, ja. Da schlüpfe ich ja in eine andere Rolle. Mhm. Nämlich in die. Die du gerade nicht weißt. Genau, die ich nicht weiß, aber es ist eine andere, es bin nicht ich. Ja. Dann. Ist er eine wohlhabende Person? Ja. Gegen die klappt das besonders gut. Und dann ist das ja auf gewisse Art und Weise eine Zeugenbefragung. Mhm. Aber jede Verteilung hat auch eine Gemeinsamkeit, die dann doch wieder auffällt. Ja. Genau. Okay. Dann schauen wir mal, ob das was wird. Oder ob wir jetzt gleich eine Eskalation sehen werden. Hui. Okay, 4 und 6 plus 2 an Momentum. Also an Kraft dazu. Okay, dann hast du ihn. Genau. Die eigene Agenda zu ändern, zumindest vorläufig. Gut, wohin möchtest du seine Agenda gerade hinschieben? Also er scheint irgendwie zu glauben, dass du von jemandem geschickt worden bist, der irgendwas Böses will, sonst würde er dich nicht so bedrohen. Genau. Für die hat er ja irgendwas gemacht und er ist der Meinung, dass das ausreichend ist. Mhm. Ich hatte das ja eben schon einmal versucht, dass er darüber redet und würde da jetzt nochmal ansetzen, dass er eben einfach mal von sich aus sagt, was er eigentlich für die gemacht hat. Man hat dich wirklich im Dunkeln gelassen.
Jeder fängt mal klein an. Gut, ich habe die Münzen geliefert. Ich habe genügend Münzen geliefert. Ich habe auch Münzen noch geliefert, dass es hieß, die Münzen wären weniger wert. Aber irgendwann muss Schluss sein. Die Vereinbarung war, ich liefere einmal einen großen Satz Münzen und bekomme dafür entsprechend die Starthilfe, die ich brauche. Das war der Deal. Warum könnt ihr euch nicht dran halten? Das kannst du gerne der Chefin ausrichten. Aber du hast doch auch die Starthilfe bekommen. Habe ich. Der Deal ist erfüllt, von beiden Seiten. Obwohl ich noch nachgebessert habe. Dann ist doch alles gut. Dachte ich auch. Und jetzt stehst du bei mir hier in dem Treppenabgang. Eben klang es so, als wenn wir noch nicht geliefert hätten. Normalerweise kommt ihr immer nur dann hierher, wenn ihr was von mir wollt. Beim letzten Mal wolltet ihr noch eine Kiste Münzen. Die habe ich geliefert. Meine kleinen Schätzchen haben eh genug gearbeitet dafür. Okay, das beantwortet die Frage. Ich bin im guten Willen. Damit du wenigstens nicht umsonst gekommen bist, wirft dir irgendwas entgegen. Ah, ich packe es auf. So ein leicht feuchtes Katzengewelle hast du in der Hand. Und merkst, da drin ist irgendwas Hartes drin. Ja, ich vermute, es fühlt sich an wie eine Münze, wenn man ein bisschen mit dem Daumen... Ja, die Haare wegstreicht. Das ist die letzte Münze. Mehr werde ich nicht mehr liefern. Ich werde sie Talia geben. Du merkst, wie so ein Nicken kommt. Ja, so den Schirm nochmal um sein Handgelenk hängt. Das ist so ein, mit so einem gebogenen Form, wie so ein Fragezeichen. Hängt er sich dann über das Handgelenk. Gut. Ich würde mich dann umdrehen und gehen. Super. Ich habe irgendwie das Gefühl, sehr viel herausgefunden zu haben. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber... Sind denn die komischen Zipfelmützen wieder weg von der Tür? Können wir gehen? Ich guck mal so durch die Tür. Du schaust auch mal durch die Tür. Die haben sich mittlerweile wieder im Garten verteilt. Okay, und dann sehe ich dann wahrscheinlich den Johnny die Tür runterkommen, die Treppe runterkommen. Schau so ein bisschen und zeig so ein bisschen auf die Tür und mach so Fragezeichen. Sollen wir gehen? Ich nicke. Ich nicke auch und dann humpel ich ganz langsam hoch, raus und wahrscheinlich werden wir dann irgendwo wieder beim Auto uns wiederfinden. Was zur Hölle war das? Was ist... Er stellt mit Hilfe seiner Katzen diese Münzen her und er hat zwei Kisten Münzen geliefert. Ursprünglich sollte er eine Kiste liefern, aber die wollten nochmal eine. Und er hat dafür eine Starthilfe bekommen. Ich nehme mal an, diese Unternehmensberatung, also das Geld für die Unternehmensberatung, die er gegründet hat. Ich habe ihn irgendwann gesagt, dass er ja das Haus und den Job hat. Also das scheint irgendwie die Belohnung gewesen zu sein, dafür, dass er die Münzen gemacht hat. Und als ich sagte, ich bringe es zu Talia, hat er nicht widersprochen. Also
scheint Frau König dahinter zu stecken. Frau Schumann, haben Sie erkannt, um wen es sich handelt? Wer der Herr Fürst ist? Creepy alter Dude? Naja, derjenige, der die Münzen liefert. Sarkustin, kennst du wer? Diana sagt nur, im Moment kommen mir diese armen Katzen vor wie Esel streck dich, aber da fehlt der Knüppel aus dem Sack und das Tischlein. Sie ist komplett irritiert noch immer mit den Gartenzwergen und allem. Ansonsten muss die Münzen bringen und dann wieder. Denken Sie mal an ein Märchen, in dem es mal mindestens um einen Kater geht, der Leute beraten hat. Der gestiefelte Kater? Es aber er hat keine Münzen gekotzt. Es könnte aber auch... warum reden wir jetzt eigentlich über Märchen? Aber mich erinnert es auch ein bisschen an hier Rumpelstilzchen. Es ist kein Stroh, das zu Gold wird, aber es ist Katzenwolle, die zu Gold wird. Naja, hat er Sie nicht mit einem Schirm bedroht, Herr Hafenmeister? Jetzt deck auf, ich hab die ganze... Also das, was ich mitbekommen habe und was mir hier mitgetragen wird, zeigt eindeutig, dass wir es hier mit dem gestiefelten Kater zu tun hatten. Das war nicht... Aber der hat... Ich dachte, der fechtet mit einem Degen und hat so einen spanischen Akzent. Du guckst so viel Filme, Yolo. Aber ja, wer ist schuld dran, Papa? Hä? Das ist Qualitätsunterhaltung. Das ist richtig gut gemacht. Frau Schumann, bitte irgendwann mal das Buch für, mit dem Märchen, dem Grimmschen Märchen geben. Aber hat wirklich der gestiefelte Kater Gold gekotzt? Im Original? Nein. Aber er hat Leute beraten. Aber warum... Also mich, das passt mit dem Gold ja nicht zusammen dann, oder? Wie er dieses Gold produziert. Naja, er hat Gold besorgt für einen gewissen Müllerssohn. Aber das um hat er diesen doch alles... wie einen guten Fürsten dastehen zu lassen. Oh. Um an die Prinzessin, glaube ich, zu kommen, war es. Bin mir nicht mehr sicher. Ist das denn wirklich relevant? Wir wissen jetzt, woher die Münzen kommen. Und wir wissen, dass Talia König sie verteilt. Es ist immer gut zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Und ja, wir wissen, dass die Münzen von ihm kommen und Frau König sie verteilt. Und dann hat... Den gestiefelten Kater habe ich jetzt schon länger nicht gelesen, aber dann müssten wir uns doch sehr vornehmen, dass wir nicht auf irgendeinen Trick reinfallen wie der Zauberer. Aber was mir jetzt außerdem noch einfällt, ist, Katzen könnte man doch auch mit Wasser verscheuchen. Sehr gut mitgedacht, Frau Schumann. Bin sehr, sehr zufrieden mit ihrer Entwicklung zu ihrem neuen. Und Wechselbälge doch auch. Egal, ob wir es hier mit einem, wie Mühm sagte, Wechselbalg zu tun haben oder mit einer Katze. Wasser ist gegen beide geeignet. Wollen wir die jetzt eine Wasserschlacht machen oder wie? Scheiße, ich hätte meine Super Soaker einpacken sollen. Aber bringen wir sie jetzt um oder wie? Ich meine, sie sind wasserlöslich. Wenn deine Theorie stimmt, dann können sie nie wieder Münzen herstellen, die anderen Leuten die Haut abziehen. Naja, die Katzen von Herrn Fürst stellen die Münzen her und ich glaube, die können wir nicht mit ein bisschen Wasser, können wir zwar ein bisschen ärgern, aber mal ganz ehrlich, diese Tiere sind doch nur eine Art Mittel zum Zweck. Ich glaube, da kriegen wir überhaupt keinen Zugriff. Findet ihr es nicht interessant, dass es in dieser Stadt
Leute gibt, die aus mit sowas ihr Geld und ihr Auskommen verdienen, indem sie Märchen wahr werden lassen und davon profitieren? Das ist wie so ein, wie so eine Geheimgesellschaft dann ja eigentlich, oder? Schon mal so, als wäre das irgendwie so ein Club von, keine Ahnung, bösen Mafiosi mit Superkräften gerade. So kommt mir das gerade vor. Und wenn wir die jetzt hier laufen lassen, ist das nicht schlecht für die Stadt? Ich kann gerade nicht anders, als Herrn Lüttich anzustarren, während diese Worte fallen. Es hat er nicht von, hatte nicht von mir. Nein, aber... Vielleicht sind wir der Club der außergewöhnlichen Märchenwesen. Sie nutzen doch ihre Fähigkeiten sicherlich auch. Was mir da gerade einfällt, kennen Sie zufällig einen Herrn Andreas Davidson? Arbeitet der für Sie? Nein, nein, nein. Für mich arbeiten nur mein Geselle und mein Azubi. Das sind der Ronny Kaspierske und der Louis Mettmann. Ach so, Andreas Davidson ist nämlich Autohändler und der ist verschwunden. Naja. Erst bin ich verwirrt. Was hat das mit dem Preis von einem Gewölle Katzenkotze zu tun? Der Mercedes, der übrigens vor der Tür steht, hat nämlich das Autohausschild hinten dran. Oh, Moment, was? Da steht's doch. Da steht... Oh, der hat ein eigenes Autohaus. Kenne ich das Autohaus? Ja, ist im Gewerbegebiet. Im neuen. Das ist aber also kein Gebrauchtwagenhändler. Ja, es ist halt verschwunden, ne? Ich glaube, wir sollten uns um andere Dinge kümmern. Was? Warum? Vielleicht hat er auch eine Münze bekommen. Ja. Ich sage jetzt nur gerade so Konkurrenz. Naja. Ja, gut. Herr Hafenmeister, ich weiß nicht so recht. Der Herr Lüttich wirkt so überzeugend, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es wirklich... Also, ich habe das mit dem Kater, naja, also viel wichtiger finde ich eigentlich immer noch die Sache mit diesen Tischstein-Deck-Dich-Geschichte. Und wir brauchen einen Knüppel aus dem Sack. Vielleicht war der Regenschirm der Knüppel aus dem Sack. Oder die Gartenzwerge. Nein, die Gartenzwerge, hat er doch gesagt, ist die Gartengesellschaft, mit der er zusammenarbeitet. Vielleicht ist das David der Kabauter oder so irgendetwas, keine Ahnung. Was? Was ist mit Knüppel? Aber also fühle ich mich... Ich komme mir gerade so richtig jung vor. Ich glaube auch nicht, dass das wichtig ist. Nun, na dann. Ja. Okay. Also ist die... Machen wir die... Titalia König platt. Die steckt dahinter. Stellen wir sie zur Rede und dann soll sie ausspucken. Naja, aber wir müssen sie ja erstmal finden. Naja, also sie hat ja einen Job, oder? Als Stadtvilla? Haben wir da nicht... Wir haben ja da das Bild gefunden von ihr mit diesem Typen, der ihr Vater war oder irgendwie so? Das war also nur ein gemeinschaftliches Bild. Also, in welcher Situation dies entstanden ist, weißt du nicht. Okay. Aber hatten wir da nicht auch eine Karte mitgehen lassen von ihr? Die Visitenkarte? Die kannst du gerne haben, ja. Das hole ich mal raus, so, dass ich meine, da oben eingestiegen, um da Infos zu holen. Ich meine, das. Ich bin mir sogar gerade, also als Spieler auch nicht sicher. Also, habe ich die noch?
Also ist da denn ihre Adresse und so drauf? Das ist das, die Adresse von diesem Schloss. Ach so, ja, nur vom Schloss. Hm. Nicht von ihrer Privatwohnung. Und dazu natürlich den Wasserspeier, der dich attackiert hat. Ja, lass uns drüber nachdenken, oder? Jedes Mal, wenn wir hier was machen, kommen übersinnliche Wesen und greifen uns an. Erstmal diese Gartenzwerge, dann der Wasserspeier. Kann es sein, dass wir beobachtet werden von ihr? Aber warum kommt ständig irgendein... Warum passiert ständig so Sachen, wenn wir einfach nur klingeln irgendwo? Die Gartenzwerge gehören doch jetzt zu Herrn Fürst. Ah, das war wie so ein Alarmsystem. Eigentlich. Also zumindest das, was ich gehört habe, hat er sich mit denen verbündet. Ich meine, ich stand auch nicht ganz in der Tür, aber... Okay, also es ist anscheinend, als würden sich mehrere von diesen Leuten mit diesen Kräften zusammentun und so eine Art Interessengemeinde bilden. Was wir ja auch tun. Ja, wir sind eigentlich fast wie die... Nee, wir sind nicht wie die Avengers. Nein. Wir assemblen uns nicht, wir zerstreuen uns auf interessante Art und Weisen. Das ist auch ein Konzept. Ja, aber dann müssen wir jetzt diese König finden, oder? Weil die steckt dahinter. Charlie weiß auf jeden Fall, dass auch in dem Gebäude auch jemand nach ihm gesucht hat, als er ja sich zum Unterbüro von Herrn Fürst durchgeschlagen hatte. Ja, irgendjemand oder irgendetwas nicht näher definierbares. Also das Stadtschloss wird auf jeden Fall bewacht, das habt ihr jetzt mehrfach festgestellt. Das auf jeden Fall. Könnte man... Ah, nee, der Wasserspeier ist jetzt ja zersplittert, aber könnte man vielleicht versuchen, da nochmal hinzugehen und vielleicht finden wir noch jemanden, den wir befragen können? Wir sollten uns da aber einen Plan machen und nicht ohne Plan hingehen. Ja, da sind wir super drin. Wir hatten ja sowieso anfangs mal die Idee, dass wir einen von uns einschleusen bezüglich einer Beratung. So von wegen. Ich habe noch eine. Also, welche Rolle, denken Sie, hat der Mann mit dem Hund? Weil der kennt mich sehr gut. Herr Lüttich. Das Problem Welche ist, zum Beispiel, Rolle? Wenn wir versuchen, also ich glaube, es wäre, einerseits denke ich, ich habe jetzt keinen so besonders, also ich habe eigentlich schon einen der besten Jobs der Welt, aber für manche Leute sieht es jetzt ja nicht so aus und dann denkt man, ja, die hat studiert, aber die ist halt nur Bibliothekarin und die räumt den Leuten die Sachen hinterher. Ich meine, ich mache das total, ich liebe die Stadtbücherei und ich finde das total, also für mich ist das eine der besten Sachen, die man sich vorstellen kann da und ich liebe diese Ordnung und überhaupt, aber es gibt bestimmt Leute, die das total komisch finden, dass jemand, der studiert hat, so einen einfachen Verwaltungsjob macht, aber das ist ja es ja nicht. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht gerade, weil ich ja auch ein bisschen, ich habe das ja schon mit diesem Persönlichkeit, ich wollte ja eigentlich, Sie wissen ja, wieso ich zu der, also wieso ich eigentlich aus Versehen in diesem Kurs gelandet bin und habe gedacht, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich da vielleicht geeignet wäre, aber auf der anderen Seite, ich meine, naja, ich glaube, wenn dieser Mann damit was zu tun hat, dann kennt er mich ja, dann kann ich mich da nicht einschleusen. Wäre es vielleicht besser, wenn jemand anderes von Ihnen das macht.
Wie, aber das kann ja auch, kann das nicht auch ein Vorteil sein? Wie genau kennt er sie denn? Hat er sie einfach getroffen? Oder ist das nochmal, ich habe nicht ganz verstanden, wie ihr beiden euch kennt oder kennengelernt habt. Er ist ständig in der Schlange vor oder nach mir, wenn ich irgendwas von in der, wenn ich irgendwas in der Volkshochschule mache. Und was versucht er? Er hat mir das letzte Mal versucht, diesen einen Kurs anzudrehen. Aber nicht diesen, also den, ja, und was er versucht, keine Ahnung, er macht mir immer riesen Stress. Das ist auch ein, ich dachte schon, ich bin komisch, ja, aber das könnte vielleicht sein, was, mal schauen, was, vielleicht hört er auf, wenn du genau den Kurs mal nimmst, vielleicht hängt es ja zusammen, oder? Er hat ja auch gefühlt dafür gesorgt, dass ich im falschen Kurs gelandet bin, weil er so ungeduldig war, dass ich mich nicht der Frau Müller damals nicht erklären konnte, was das Problem ist. Und dann hat sie mich immer noch in diesen Märchenkurs drin gelassen. Das heißt, wenn wir mit ihm reden wollen, musst du nur zur VHS gehen und sagen, ich möchte in einen Kurs wie stricken oder so. Dann kommt er sofort hinter dir auf und wir können ihn uns schnappen und befragen. Und sagen, wehe, du machst das nochmal, ansonsten kriegst du VHS-Heft dahin, wo die Sonne nicht scheint. Ja, vielleicht nicht ganz so machialisch. Ich meine, ich bin... Ich habe gedacht... Also, wir können das dafür sorgen, dass das Problem weggeht. Und wenn es wenn ein Problem ist und mit der König zusammenhängt, dann haben wir noch einen Verdächtigen, den wir ausfragen können. Das wäre doch gut, oder? Ich meine, wir stellen mich in die Schlange von der VHS und ich versuche mal wieder einen Kurs umzubuchen. Ja. Wir ködern den Schurken. Warum um alles in der Welt sollte das funktionieren? Das also genau zweimal funktioniert hat, das dritte Mal muss immer dreimal sein. Die Regel der drei, weißt du? Okay, aber beim dritten Mal passiert immer was Besonderes. Wie wäre es, wenn wir das machen, wenn sowieso unser Kurs stattfindet und wir sowieso alle da sind, dann ist diese Zeitverschwendung keine so große Zeitverschwendung. Ja, aber was machen wir bis dahin dann, was keine Zeitverschwendung ist? Wir suchen nach Andreas Davidson, gucken, ob der auch sich aufgelöst hat. Und wir schauen, ob wir vielleicht die Privatadresse von der Talia König herausfinden. Gut, das sollten die Pläne sein. Dann... Das klingt doch noch ein Plan, genau. Und wir gucken, was in unseren Büchern steht. Das mache ich. Ich denke, ich werde mich mal um das Thema Davidson kümmern, um vielleicht ein Geschäftsgespräch oder ähnliches mich bemühen zu wollen und daher herausfinden zu wollen, was mit dem Herrn Davidson ist, wo er ist und so weiter. Vielleicht wissen Sie ja seine Angestellten oder so. Ja, der Herr Hafenmeister versucht, die Adresse von der Frau König rauszukriegen. Frau Schumann kann ja schon mal überlegen, welchen Kurs sie sich umbuchen möchte. Und Jolo, du... Mach die Bücher. Ja. Und ich muss mit Adriana mit, weil die hat bestimmt ganz... du weißt bestimmt ganz viel über die Sagen und Legenden. Und vielleicht brauch ich noch ein paar andere Bücher und die sind meistens bei dir. Also wenn ich Bücher brauche, dann hast du sie meistens. Und dann treffen wir uns hier alle wieder in der Bibliothek in 3 Stunden. Länger kann es ja nicht dauern, ne? Dann ist 11 Uhr, 12 Nacht. Uhr. Wie werfen wir uns? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, langsam wird es ein bisschen auffällig, dass ich, dass meine Schlüsselkombination ständig nachts verwendet wird. Ich kann, irgendwann wird dann, gehen mir dann doch noch die Ausreden aus. Sollen wir uns nicht einfach morgen treffen? Ja, das klingt sinnvoll. Dann kann man auch viel besser bei vernünftigeren Zeiten Dinge erledigen.
Ja, wo wollen wir uns treffen? Wir könnten in die Wohnung von Frau Müller und die Fische füttern. Stimmt. Oder das Eiscafé vor der Bibliothek. Wie viele Tage waren wir jetzt bei Frau Müller? Also die armen Fische, wir brauchen, also... Ich glaube, 2 Tage. Ich glaube, sollte man die nicht alle 2 Tage füttern? Dann lassen. Die kriegen einfach alles. Nein, das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut für die Fische, weil dann vergammelt das, dann vergammelt das übrige Futter und dann werden sie krank. Man muss sie immer nur so viel füttern, wie sie brauchen. Und man müsste auch mal wahrscheinlich das Aquarium reinigen. Es wäre vielleicht sogar ganz gut, wenn wir das Aquarium... Ja gut, also man musste mal gucken, aber ich glaube, man muss sich... Das klingt, als wäre das... Hättest du Bock drauf? Ich versuche mich in... Ich mache morgen einfach den... Sie guckt sich so ein bisschen um. Ich mache morgen einfach in der Bibliothek, schaue ich mich noch kurz um, ob was ich zum Thema Aquaristik finde und dann kann ich mich vielleicht auch noch schnell schlau machen, wie häufig man so ein Aquarium reinigen muss. Und dann, ich glaube, wir haben da einige sehr gute Standardwerke, die fast besser sind als diese seltsamen möchte gern, also das, was das Internet so gern so schnell auf der ersten Seite ausspuckt. Das ist ja meistens Fische züchten für Bodybuilder. Ja, beziehungsweise es ist ja oft, es wirkt oft sehr werbefinanziert. Hm. Alles Dreck. Also treffen wir uns morgen in dem leerstehenden Haus der Wohnung. Frau Müller. Ja, die Fische. Naja, bis jetzt weiß ja noch, oder bis jetzt glaubt ja noch keiner, dass sie tot ist. Also ist das noch kein Tatort. Ich bin sowieso irritiert, dass die Vermisstenmeldung nicht, dass der nicht nachgegangen wird. Herr Hafenmeister, hier haben Sie den Schlüssel. Ich denke, bei Ihnen ist der gut ausgehoben. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns morgen um 12 Uhr bei der Frau Müller. Okay. Bis dahin, denke ich, haben wir schon ein paar Sachen erledigt. Super, dann gehen wir jetzt nach Hause, oder? Und ich schaue so ein bisschen verwirrt, wo auch immer das ist. Und dann gehe ich zu Werner rüber. Wir gehen nach Hause, ja. Ich frage mich, woher ich den YOLO jetzt genau kenne, weil ich immer noch dieses Dings habe, dass ich den öfters mal im Winter irgendwie gesehen habe, wo sich YOLO aufgewärmt hat und so seine Person kenne und jetzt geht der nach Hause zum Herrn Lüttich und irgendwie passt das nicht mehr so ganz. Du kennst die Originalerinnerung noch, die verblasst nicht, sie überlegt, lagert sich mit beiden Erinnerungen. Deswegen, das ist so irritierend. Und bei YOLOs außen verwirrter Gesichtsausdruck zu sehen und zu von wegen, warum habe ich ein freies Jahr unterm Himmel verbracht, wenn... naja, aber ich packe mal meine Sachen zusammen und es gibt so viel, worüber uns wir Gedanken machen könnten, dass mein Gehirn ganz fragmentiert ist. So. Zu viel Stress. Das ist einfach die letzten Tage und das Adrenalin und alles. Ich hoffe und morgen kommen wir ein großes Stück weiter. Ich meine, wir sind jetzt ja die Nicht-Avenger. Wir brauchen noch irgendeinen coolen Namen, Leute. Also irgendeinen, der nicht so cringe ist, ja? Wie wär's mit... Nee, ich krieg's heute nicht mehr auf die Kette. Aber denkt mal alle an einen guten Namen, ja? Das ist das Wichtigste. Neben Capes, wir brauchen einen vernünftigen Namen. Wir sind nicht mehr einfach nur komische Leute, die keinen Peil haben, sondern wir sind komische Leute, die keinen Peil haben und Fälle lösen. Aber ganz ehrlich,
Ich bin im Moment noch nicht wirklich für einen Namen, weil das klingt immer so nach Kinderbande. Sie wissen doch, die fünf Freunde, TKKG. Ja, fühlt ihr euch wieder jung. Ich meine, gut. Da sind wir doch alle rausgewachsen. Nee, ich nicht. Da kann man wieder reinwachsen, wisst ihr? Müssen wir ein bisschen nach unten. Ein bisschen auf den Kopf stellen, dann wächst man wieder rein. Also ganz smooth. Außerdem sollten wir vielleicht zukünftig die Sachpolizei überlassen, sofern es nicht so merkwürdig ist wie hier, dass sie uns nicht glauben, warum auch immer. Also, ich glaube nicht, dass irgendjemand uns glaubt. Und wenn die uns glauben, dann haben wir eher ein Problem, oder? Aber vielleicht gibt es Leute in der Polizei, die sowas übernehmen wollen. Kannst du mal rumfragen. Ich glaube aber nicht, da das niemand. Dazu, das ist einfach zu, passt nicht so richtig zusammen. Der Märchenpolizist. Nee. In welchen Märchen gibt es coole Polizisten? In keinem. Seht ihr? Von daher gibt es doch. Ja? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Passt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Märchen zu einem Zeitpunkt entstanden sind, als es noch keine ordentliche Polizei gab, sondern wenn überhaupt vielleicht eine Stadtwache oder ein Büttel. Büttel klingt richtig übel. Klingt wie ein Schimpfwort. Ja, aber das können wir mal verdauen gehen, ne? Du musst ein bisschen sacken, ein bisschen tiefer legen und dann kommt was Cooles bei raus. Vielleicht gehen wir jetzt auch einfach nach Hause und schlafen ein bisschen und haben etwas weniger davon. Meinst du die römischen Münzen in Katzenquelle? Oh, ich meinte eigentlich YOLO, aber die römischen Münzen in Katzengewehren sind vielleicht freundlicher. Schauen wir mal. Gut, dann fahren alle so gesehen zu ihren Zuhause. Die Katzen in Bernadettes Wohnung gucken interessiert herein, wer die andere Person ist. Die Nachbarin Katzen. Fragt mal wieder, warum jetzt wieder der Sohn zu Besuch kommt und ob er jetzt, ob du jetzt endlich ob unten die Zeitung sei. Ich kriege erstmal von mir gedrückt, dass YOLO nicht mein Sohn ist, sondern mein Kind. Ist das nicht dasselbe? Hörst du dann, und haben sie jetzt die Zeitung oder nicht? Wie kommst du da hinterher? Das ist nicht dasselbe. Und Zeitung und Illustrierte sind beide Sachen zum Lesen. Die aktuelle wurde geliefert, aber nicht die Zeitung. Wo ist die Zeitung, Herr Lüttich? Ich weiß es nicht, ich war nicht zu Hause. Sie sind ja auch nie zu Hause. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ey, was hast du eigentlich für eine sackschlechte Laune, Alte? Geh mal Fernsehen gucken. Eine Zeitung, wer liest denn heutzutage noch Zeitung? Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Es ist spät in der Nacht. Sie müssen doch schon längst schlafen. Ey, echt? Ja, sagen Sie das mal dem Herrn, der vorhin nach Ihnen gefragt hat. Der hat vor einer Stunde hier geläutet. Wer war das denn? Nee, wartet so einen komischen Hund dabei. Der war irgendwie in einer komischen Farbe. Keine Ahnung. Hat er gesagt, er kommt wieder? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo Sie sind und dass Sie mir immer noch eine Zeitung finden sollten. Ja, alles klar, vielen Dank. Dann gute Nacht, Frau Meier.
War der Hund rosa? Da schließt sie schon die Tür. Oder bis das Fenster oben. Alte Hexe. Ja. Aber ist schon mal gut zu wissen, dass der hier war. Glaubst du, er wird jetzt ein bisschen nervös? Braucht einen Fluchtwagen? Nee, ich glaube einfach, der weiß, mit wem er es zu tun hat. Oh. Erzähl mehr. Mit wem hat das zu tun? Ja, mit uns. Wir haben noch nicht mal einen Namen und er hat schon Angst vor uns, meine Fresse. Siehst du, so langsam kriegt er Muffensausen. Habe ich eigentlich noch ein Zimmer? Ich weiß nicht, warum ist alles so komisch verschwommen. Die Wohnung ist neu und ich schlafe auf der Couch, du schläfst bei mir im Bett. Okay. Und was macht diese Katzen hier? Ja, du hast Katzen? Nein. Das Fenster sieht offen. Ja, machen wir mal. Also es ist so eine Dachgeschosswohnung, ne? Also das ist ja normal, dass das Fenster offen ist, damit man atmen kann. Nehme ich mal an, ne? Ich habe es aber nicht offen gelassen. Ah, ah. Wir schneiden noch mal zu Johnny, Hafenmeister, zu seiner Wohnung. Die war ja wo genau nochmal? Weil dann hat wir ja festgestellt, die ist ja irgendwo noch Altstadtbereich. In der Nähe vom Damm. Das ist eine gute Frage. Wo wohne ich denn jetzt? Ich wohne nicht mehr in diesem Plattenbau. Viertel, wo meine Eltern wohnen, sondern also dieses ganz schäbige Viertel, sondern bin in eine andere Gegend gezogen, nachdem ich einen Job hatte. Vielleicht wohne ich ja typisch zum Namen irgendwo in der Nähe des Hafenviertels. Mhm. Aber wahrscheinlich auch wieder so mittelgroße Plattenbauten, also moderne, aber wahrscheinlich ein bisschen weniger dicht. Und dann siehst du, wie du, als du dann entsprechend deine Tür in dieses Treppenhaus immer gehst, schaut nochmal jemand rein, leider nur. Herr Hafenmeister? Sie das? Eine Frau, ja, aus dem Erdgeschoss. Ein Paket für mich? Das auch. Drückt dir dann ein paar Versandkisten in die Hand. Und das hier soll ich Ihnen auch noch geben. Liegt ein handschriftlichen Brief drauf. Ohne Porto, ohne Absender. Wer hat den denn abgegeben? Ein komischer Herr mit einem rosa Pudel. War vor 5 Minuten hier. Ich renne zur Tür heraus und gucke in beide Richtungen der Straßen. Ja, dann siehst du in alle Richtungen des Hafenviertels den üblichen nächtlichen Nebel, den man so um 22, 23 Uhr erwarten kann. Und es lässt dich eher frösteln, als der Wind den Nebel ein bisschen aufpeitscht und in Schwaden weiter treibt. Dann stelle ich die Kisten ab und öffne den Brief. Tja, und was in diesem Brief steht, werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Man ist auf euch aufmerksam geworden. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir beim nächsten Mal herausfinden. In der Grauschleierstadt. Verfolgt von den Gartenzwergen, von Katzen, von schlecht gelaunten Seniorinnen am Dachfenster und den ewigen Paketen und rosa Pudeln. Bis dahin. Ciao.